In der Erlebnisburg Altfinstermünz wurde die Klausenschenke eröffnet, die von den Naudauer Bergbahnen betrieben wird. Ja, die Naudauer Bergbahnen haben heuer erstmalig im Sommer diese Klausenschenke übernommen und wir sehen uns als irgendwo öffentlichen Infrastrukturbetrieb, da haben wir Gemeinde und Tourismusverband als Haupteigentümer haben im Hintergrund. Und da freuen wir uns, so etwas unterstützen zu können. Und so haben wir eine gute Partnerschaft mit dem Verein gefunden. Der Verein macht das Kulturelle, den Museumsbetrieb und wir als Gastronomische. Und für uns ist es eine tolle Ergänzung, dass wir unsere Berggenussbetriebe da um ein weiteres Standbein erweitern können. Und auch letztlich Ganzjahresbedienstete da beschäftigen können. Und so für unsere winterlastige Berggastronomie nur einen schönen Sommerbetrieb gefunden haben. Öffnungszeiten sind täglich außer am Montag, wo Ruhetag ist, ansonsten haben wir 10 bis 17:30 Uhr geöffnet. Am Freitag, da haben wir ab August dann ein besonderes Highlight, da machen wir ein 7-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, Festungsbesichtigung und da kann man sich dann direkt bei uns melden, natürlich gegen Vorreservierung. Irgendwo nach dem Motto, Berggenuss trifft Kulturgenuss. Altfinstermünz-Präsident Klabert sagte zur Finanzierung: Das ist gegangen mit einem LIDER-Projekt. Sonst hat man das nicht stemmen können, wie es eben bei uns überhaupt bei allen Projekten war. Große Unterstützung haben erst ermöglicht, dass wir alles aufbauen haben können. Ein Danke an diese Geldgeber. Das war doch wieder ein ganz großer Beitrag. Und vor allem haben wir da können genau das verwirklichen, was das Denkmalamt alles gewünscht hat, dass es einen gewissen alten Charakter beibehält und vor allem, dass es ins Ensemble hineinpasst. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung geworden. Für uns war es eine schwierige Aufgabe, trotz der guten Mitarbeiter, die wir damals gehabt haben. Aber auf alle Fälle brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu kümmern über Einzelheiten. Und das macht jetzt die Bergbahn Nauders.